Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr euer Tablet oder Smartphone als Computermonitor verwendet und somit den Monitor erweitern könnt. Im ersten Schritt sucht ihr im Google Play Store nach der App X Display. Hier ist sie auch schon. Die ist kostenfrei und die installiert ihr erstmal. So, das kann man überspringen und dann startet schon die Installation. Nach der Installation öffnet ihr die App auch direkt. Anschließend geht ihr jetzt an eurem PC, entweder Mac oder Windows PC, und gebt diesen Link hier ein. Ich habe euch den unter dem Video einmal reingeschrieben, da könnt ihr den rauskopieren und dann ladet ihr auch hier die Software für euer entsprechendes System herunter. Bei mir ist es hier eben der PC. Dann öffnen wir das Ganze und installieren das einmal. Anschließend startest du nach der Installation dann das Programm. Bei der ersten Installation startet es allerdings automatisch. Dann verbindest du dein Tablet oder Smartphone über das USB-Kabel mit dem Computer. In den Entwickleroptionen musst du jetzt noch USB Debugging einmal zustimmen. Das findest du einmal hier. Falls euer Android-System nicht automatisch diese Einstellung vornimmt, müsst ihr hier bei der Verbindung des Gerätes noch USB-Tethering eingeben. Bei Datenübertragung zum Beispiel funktioniert das nicht, weil ihr dann nur Daten übertragen könnt. Aber so könnt ihr jetzt das Bild übertragen und ihr werdet jetzt gleich feststellen, wenn ich hier die App öffne, dass sich das Ganze verbindet und ich gleich das Bild sehe, was auf meinem Monitor ist. Schon könnt ihr sehen, dass hier mein Bildschirm erweitert ist. Ich kann jetzt hier andere Sachen reinziehen und öffnen und ich kann natürlich auch ganz normal jetzt hier die Bildschirmeinstellung vornehmen, dass ich entweder sage, ich möchte den Bildschirm spiegeln, ich möchte ihn erweitern, wie auch immer. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz auf meinem Rechner. Mit dem Tablet ist das Ganze noch größer, noch sinnvoller. Ich hoffe, die Anleitung war hilfreich. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.